Was wäre ein Sommer ohne Festivals? Auf jeden Fall viel weniger spektakulär. Der Festival-Summer am Nürnberger Airport ist längst zu einer festen Institution in der schönsten Zeit des Jahres geworden. Egal ob Garlicland, Hip-Hop-Garden, N1 Super Sommersause. Hier spricht der Bierkapitän. Darf ich bitte mal die Bierbrüche sehen? Oder jetzt eben hier beim Latin Airport Festival. Es standen immer absolute Top-Künstler auf unserer Bühne und das bei traumhaftem Sommerwetter. Neben mir steht jetzt der Ralf, der VIP-Security-Chef. Ralf, was macht denn so den VIP-Bereich hier aus? Ja, zunächst mal sind bei uns VIP nicht nur drei Buchstaben, die auf der Eintrittskarte stehen, sondern wir versuchen eben maximale Exklusivität zu gewährleisten. Und das fängt eben hier am Eingang bei uns an, wo alle Gäste persönlich begrüßt werden. Zusätzlich hat man hier oben eine phänomenale Aussicht über das komplette Festivalgelände, freie Kost und Logis und was ganz wichtig ist, separate Toiletten. Ist dir nicht extrem heiß in diesem schwarzen Anzug in der prallen Sonne? Du wirst dich wundern, aber diese Frage wird mir tatsächlich öfter gestellt. Die Antwort ist immer die gleiche, nein, denn dieser Anzug ist speziell atmungsaktiv. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Für mich ist der Anzug im Endeffekt wie eine zweite Haut. Und ich finde, vom VIP-Bereich gehört sich das auch, dass man ein bisschen adrett dasteht. Vielen Dank an den Veranstalter Werk B Events, der die wahren Festival-Highlights in unserer Lieblingsstadt ermöglicht.